Wenn du dir einen Kompass zulegen willst, ja, dann hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du kaufst Schrott oder du kaufst etwas Sinnvolles, was dir auch wirklich weiterhilft. Und wenn du wissen willst, was das bedeutet und wie du diese Auswahl auch für dich selber treffen kannst, ja, dann bleib dran. Hallo, willkommen, das ist der Reini Ross vom Survival Show Problemskunst. Schön, dass du dabei bist. Gute Frage, ja? Was ist ein guter Kompass, was ist ein schlechter Kompass? Aber die Frage ist, was macht ein Kompass überhaupt? Was ist dessen Aufgabe? Sag mal das. Ja, zwei. Nämlich die erste ist, er zeigt nach Norden, sofern er guter Kompass ist, klar. Aber da ist noch eine zweite Aufgabe. Und zwar diese zweite Aufgabe ist, er muss einen Winkel messen. Und wenn du jetzt sagst, Alter, was redet der? Dann schalt gleich aus und such dir irgendein anderes YouTube-Video. Wenn du aber sagst, was bedeutet das? Und du das wirklich wissen willst, dann bleib dran. Nämlich, wir haben uns darauf geeinigt, dass ein Kreis in 360 Grad geteilt wird. Es gibt auch andere Skalen, aber 360 Grad, das kriegt jedes Kind. Und es ist so, dass dieser Kompass hier, das ist ein Schaßkompass, wie man in Österreich sagt, aber egal, der Kompass, eins tut er ja, er zeigt nach Norden, das tut er auch, das ist auch alles gut. Aber wenn ich jetzt Winkel messen will, dann ist der absolut unbrauchbar, ich komme auch gleich dazu. Denn das macht er nämlich nicht. So. Was bedeutet Winkelmessen, was meine ich damit? So. Du hast jetzt vielleicht gesehen, dass Norden in dieser Richtung ist. Und stell dir jetzt vor, ich möchte nicht nach Norden gehen, sonst ist es langweilig, sondern ich möchte in diese Richtung hier gehen, weil ich irgendein Ziel habe. Ich möchte zu einer Berghütte, ich möchte zurück zu meinem Auto oder ich weiß nicht, ich will einfach zu irgendwelchen Kuschelbären gehen. Ich habe keine Ahnung warum. Aber fiktiv gehen wir jetzt in diese Richtung hier. Und jetzt kommt der Kompass ins Spiel. Nämlich, du sagst, ich möchte jetzt in diese Richtung gehen und holst dir einen Orientierungspunkt. Dieser Kompass ist übrigens auch eine Pulsola, weil er spiegelt hat, aber kommen wir dazu. Drehst dann N auf N und dann hast du hier, und jetzt hole ich dich dann noch einmal her, ja, das habe ich jetzt nur ganz grob gemacht, hier jetzt diesen Winkel gemessen. Ich habe einen Winkel gemessen, in die Richtung muss ich gehen. Wenn du jetzt sagst, ich kapiere überhaupt nichts, dann muss ich stinkige Eigenwerbung machen, findest du unten den Link zu meinem Fernlerngang Survival und Orientierung, Outdoor-Orientierung und Navigation. Da gibt es auch ein nettes Testangebot, schau dir das ganz einfach an. Und da kläre ich das wirklich ganz genau. Stinkige Eigenwerbung, aber okay. Nimm es einfach einmal so hin, okay? Und jetzt gibt es zwei Kategorien, eigentlich gibt es drei Kategorien von Kompass. Nummer 1, der keine der beiden Aufgaben erfüllt, der nicht einmal nach Norden zeigt, sondern irgendwo hin, weil es in Graz freut, dorthin. Das ist absoluter Müll. Das sind dann die du auf Amazon kriegst, um, weiß ich nicht, 2 Euro, 3 Euro, 4 Euro, teilweise auch um 10 Euro. Also das ist absoluter Schaß. Ja? Oder die Nadel braucht 4 Millionen Jahre, bis sie sich endlich nach Norden ausrichtet, weil sie so hin und her pendelt. Und du wartest und wartest und dann bewegst dich wieder und also da gibt's, die können gar nichts. Bei den beiden Exemplaren ist es zumindest so, dass sie nach Norden zeigen, das tun sie auch gut, aber Winkelmessen ist nicht. Wenn du das jetzt mit dem Winkelmessen ohnehin zu hoch ist und sagst, ich werde das niemals brauchen, dann wirst du auch nicht navigieren können, sage ich da gleich. Dann reicht dir das. Oder als Kinderspielzeug, damit man Kinder mal an das Thema Kompass und Norden und solche Dinge mal ranführt, sind die eh okay. Aber wenn du ernsthaft wirklich arbeiten willst und eine Route gehen willst, wenn du deinen Punkt, deinen Standort durch Einschneiden, rückwärts abschneiden, hinschneiden, herschneiden, egal, findest du auch in den Online-Kurs. Aber wenn du dir das schon was sagt, damit hole ich mir zwei Orientierungspunkte her und die Schnittlinie auf der Karte, das bin ich. Also wenn du auch mit Karte arbeitest, dann ist das klumpert. Werf ihn nicht weg wie eine Umweltverschmutzung. Mich ärgert sowas nur, aus dem Grund, weil es Energieverschwendung ist. Das wird in China produziert, das braucht irgendein Material und wird dann nachher hierher nach Europa und in die ganze Welt geschifft. Und dabei ist das einfach Schaß. Ja, das ärgert mich. Und deswegen, warum schimpfe ich so über diese Teile? Das zeige ich dir jetzt. So. Der hier ist von Miltec und der hier ist von Ultimate Survival Technologies. Es ist so, dass Ultimate Survival Technologies teilweise Kompassarten auch hat, die gut sind, aber der ist ein Schaß und das hier ist absoluter Dreck. Gut, fangen wir mal bei Miltec an. Oida. So, aufs Erste schaut der ja ganz cool aus und da denkt man sich, boah, da sind da diese schönen Striche und das ist alles cool. Nein, überhaupt nicht. Wenn du jetzt hier eine Peilung
nehmen willst, das geht mit dem Spiegel übrigens nicht. Ja, du kannst keine Peilung nehmen, weil du siehst da nicht durch. Und das Zweite ist auch das, diese roten Linien hier, die tun überhaupt nichts. Die machen wirklich nichts. Die verwirren einfach nur. Du kannst das nicht vernünftig ablesen. Das ist einfach... Was meine ich noch damit? Und zwar, was der Kompass auch schlecht ist, wenn du da jetzt so durchschaust, dann, ja, das wäre jetzt der Punkt, wo man durchpeilen kann. Und ich sehe nichts. Erst, ich sehe nicht, also nochmal, wenn du einfach einen Kompass willst, der nach Norden zeigt, ist er okay, aber wenn du navigieren willst, ist es Wahnsinn. Wenn du sagst, ich habe überhaupt keine Ahnung, wovon er spricht, entweder Video ausschalten oder unten den Online-Kurs einmal besuchen und anschauen, was ich damit meine. Und dann wirst du auch merken, worum es dabei geht. Der hier, der hat ein anderes Problem. Abgesehen davon, dass es extrem lang dauert, bis er draufkommt, wo Norden ist. Schau, das ist das, was ich vorher gemeint habe. Jetzt pendelt er her und sagt, naja, da ist ungefähr Norden. Passt. Verkanten darfst du nicht so viel. Das mag er nämlich auch nicht, weil das eine lustige Scheibe ist. Ist nicht gut gelagert, ist einfach ein Schaß. Und das nächste ist auch wieder, ich kann damit nicht peilen, weil ich da durch dieses Loch hier nicht durchschauen kann. Ja? Es ist auch kein Spiegel da. Daher habe ich diese Linse. Ja? Eine Busole, da kann ich im Endeffekt... Das wird jetzt wirklich abstrakt, also wenn du gar keine Ahnung hast, wird dich das jetzt verwirren, aber wenn du eine Idee hast, dann weißt du ja, dass du über den Spiegel, den ich dir da gerade vorher gezeigt habe, oder bei einer richtig gescheiten Busole, dieser Spiegel hier, da kann ich gleichzeitig die Skala abmessen hier und ich kann gleichzeitig einen Orientierungspunkt im Gelände peilen. Das geht da nicht. Ich kann da zwar durch diese Linse durchschauen, schau her, in der Linse kann ich dann wiederum, sehe ich dann wiederum hier meine Skala, aber ich sehe da draußen nichts, weil das hier gelb ist und man dadurch diesen Schlitz nicht durchschaut. Wer hat das konstruiert? Wer hat das konstruiert? Das ist fürchterlich. Wahnsinn. Also, wenn ich früher in der Firma, wo ich gearbeitet hätte, so gearbeitet hätte, die hätten mich da schlagen oder so in der Richtung, die hätten mich gekündigt. Ja? Also, haben sie aber nicht, ja? Möchte ich gleich dazu sagen. Na, da siehst du überhaupt nichts. Das ist ein... Also... Der ist ja noch schlimmer als der Miltek, weil der Miltek, der zeigt so wenigstens nach Norden. Da muss man 3 Jahre warten. Also es ist einfach Müll, vergiss das. Ja. Wenn du dir einen Kompass oder besser gesagt eine Busole checken willst, dann vertrau auf die Firma Silva oder auf die Firma Sunto. Das sind, leider gibt es die Schweizer Firma nicht mehr. Die Rekta, die sind jetzt, Rekta Kompass gibt es leider nicht mehr, ist jetzt Sunto. Also das ist das Mittel der Wahl. Also wenn du einen Kompass kaufen willst, dann kauf dir entweder einen Silver oder einen Sunto. Das ist meine Aussage dazu. Es gibt ein paar günstigere Modelle, aber halt dich daran. Weißt, die kosten jetzt zum Beispiel, der kostet jetzt, ich glaube, 35 Euro und das andere kostet 10 oder 15 Euro. Aber du hast 15 Euro in den Sand gesetzt, die kannst du dir wirklich, da könntest du sie anzünden. Oder geh essen oder Kaffee trinken oder... Geh einfach und schenk sie irgendjemandem auf der Straße oder jemand, der es wirklich brauchen kann. Wirklich. Aber das ist klumpert, ja, wie man in Österreich sagt. Der hier kostet zum Beispiel das Doppelte oder Dreifache, aber da hast du lang Freude damit. Er stellt sich extrem schnell nach Norden ein. Ja, das macht er extrem schnell, das macht er sehr, sehr gut. Dieser Drehring hier, sozusagen die Skala, das lässt sich sehr schön einstellen. Du hast einen schönen großen Spiegel, damit du auch wirklich alles absehen kannst. Es ist wirklich super, es ist ordentlich verarbeitet. Es ist einfach dafür gemacht, damit zu arbeiten. Ich habe diesen schon einmal vorgestellt, wenn ihr das interessiert, gebe ich da den Link auf das Video. Und so. Ich weiß, dass dieses Orientierungsthema für viele Menschen einfach so ein abstraktes Thema ist und vielleicht hat es der jetzt die Batterie rausgehauen und hat denkt, wovon spricht er überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Wenn dir das eh wurscht ist und du sagst, Orientierung ist keine Kernkompetenz des Menschen, einen Weg finden, Navigation ist keine Kernkompetenz des Menschen, dann ist das total okay für mich. Wenn du aber sagst, naja, vielleicht wäre es doch gut, sich ein bisschen einen Orientierungssinn zu haben und eine Idee zu haben, wie das funktioniert, dann gibt es jetzt wiederum zwei Möglichkeiten. Die eine ist die Ausrede, ich kann das nicht. Ich kann es nicht. Ich, weißt, mein Gehirn ist einfach nicht dafür gemacht oder so irgendwie, ich weiß nicht, ich kann das nicht.
Ist auch okay, kann man sich ja alles schönreden. Wenn du aber glaubst, dass du es irgendwann, aus welchem Grund auch immer, brauchst, für dich oder für andere, ja, ja, dann muss ich da auch was sagen. Ja? Man kann das lernen. Und natürlich ist das jetzt stinkige Eigenwerbung, weil ich dir natürlich jetzt dieses Angebot mache mit diesem Fernlerngang, ja, diesem Video-Fernlerngang. Aber um das geht es gar nicht. Ja? Du kannst auch zu einer Wildnis- oder Wildnisschule wahrscheinlich nicht, aber zu einer Survival-Schule in der Nähe gehen. Oder es gibt auch eigene Anbieter, die nur Orientierungskurse anbieten. Geht dorthin und lernt das. Geht zum Alpenverein zum Beispiel. Ja? Dort gibt es auch solche Kurse, die dir den Umgang mit Karte und Kompass zeigen. Dort kriegst du eure Ausrüstungsberatung, worum es dabei geht und was dabei wichtig ist. Also die werden auch einen Nervenzusammenbruch kriegen, wenn sie so einen Schaß sehen. Ja? Ist einfach so. Lange Rede, kurzer Sinn, ich persönlich, das ist meine Meinung, ja, du kannst das anders sehen, ich bin der Meinung, dass es eine Kernkompetenz des Menschen ist, dass man Grundorientierungssinn hat. Und da gibt es viele einfache und auch für Dummies, wie man so schön sagt, Strategien, die man umsetzen kann, damit das mit der Orientierung klappt. Und natürlich, ganz klar, stinkige Eigenwerbung, wenn du magst, kannst du bei diesem Fernlerngang dabei sein. Gibt es auch ein Probe-Abo, schau dir das ganz einfach an. Oder du kaufst uns auch stinkige Eigenwerbung. Du kaufst mein Buch, da gibt es auch bei den 600 Survival Tipps einen eigenen Bereich. Ja, da habe ich die zwei übrigens abgebildet, da habe ich mich da schon aufgeregt über den Egal, da gibt es einen eigenen Bereich, nur Orientierung, ja, wie man sich orientiert und wie man das angeht und worauf man da achten soll und ein paar Grundregeln zum Thema Orientieren, aber auch ohne Kompass, mit Kompass, ohne Kompass, was dir die Natur sagen kann, wie du die Himmelsrichtungen bestimmst, denn das ist ja das Grundlegende, dass du immer einen inneren Kompass hast, dass du immer, wenn du dich drehst, immer eine Idee hast, wo Norden ist, ja? Oder andere Himmelsrichtung. Also, stinkige Eigenwerbung, kauf mein Buch, wenn du magst, auch auf Amazon. Ich mag die um einen Daumen nach oben oder nach unten bitten, um einen Kommentar. Schreib mir einfach einen Kommentar, das würde mich irrsinnig freuen, wenn du da deine Erfahrung mit uns teilst. Ist Orientierung eine Kernkompetenz des Menschen? Das würde mich interessieren. Ein Abo, Glocke drücken nicht vergessen, damit du immer die neuesten Videos kriegst, ein paar andere Videos zum Anschauen. Es hat mich wieder gefreut, dass du dabei warst. Dein Reini Rossmann. Bis bald. Ciao.